Ja, hallo aus Quickborn, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby Company und heute geht es um Glückskäfer unter anderem. Ja, das ist ja ein Stempelset aus der Celebration-Aktion und das gibt es für Gastgeber bzw. ab einer Bestellung von 375 Euro. Super schön. Und ja, im Februar gibt es dazu passend Stanzform. Total toll. Und ich habe die hier mal so ein bisschen ja, ausgestanzt und aufgeklebt. Also natürlich passend zu den kleinen Käfern hier die Stanzform, dann hier zu diesem Fliegenden, der ist auch total schön und auch zu der Blume und mit der will ich nachher noch was zeigen. Die kannst du hier auch doppelt ausstanzen, also das heißt das Oberteil und dann kannst du es so ein bisschen 3D-mäßig machen und auch die Blätter passen jetzt hier für das Größere. Zusätzlich hier noch so ein paar Blüten und so und hier nochmal so ein Schwung, wo der Käfer halt gerade fliegt. Ja, das ist hier das Set Glückskäfer und ja, ich sage ja, es gibt Stanzformen. Es gibt auch ein tolles Designerpapier und zwar ist das dieses hier. Das hat vier Motive beziehungsweise acht, weil es hat auch immer noch tolle Rückseiten. Und ja, das ist natürlich passend zu den Stanzen und zwar hier einmal zu den zu diesen Herzstanzen, zu dem Stanzpaket. Dann, das ist hier aus der Celebration-Aktion die Gratis-Stanze für 120 Euro Bestellwert. Dann, super schön, habe ich kürzlich gerade gezeigt, hier mit der Tulpen-Elementstanze. Da gibt es halt Papier und auch zu der Elementstanze Regenschirm. Also richtig toll. Und ja, passend dazu dann kannst du das machen. Es sind also insgesamt 12 Bögen, also von jedem hast du drei im Paket dabei. Und ja, wie gesagt, das gibt es ab Februar und zu bestellen, ja, solange der Vorrat reicht natürlich. Und es gibt auch noch ein paar andere Stanzformen. Guck einfach mal auf meine Seite und da findest du die. Okay, jetzt habe ich mir einen Bogen hier ausgesucht und zwar der mit den Blüten. Ich finde aber auch die Rückseite so toll, dieses Gestreifte. Und da will ich heute mal eine Tasche draus machen, beziehungsweise eine Tüte. Das ist jetzt 17 mal 25, also 17 in der Länge und 25 in der Breite. Okay, ich starte also mit einem Zentimeter für die Klebelasche. Bleiben noch 24 cm übrig. Die Hälfte davon ist 12. Also ich falze das jetzt ganz noch mal von dieser Seite auf 12. So, dann müsste das passen. Da ist die Klebenseite. Okay. So, für die Falten brauche ich jetzt jeweils 2 cm. Das heißt, hier habe ich die Klebelasche. Ich brauche noch zwei dazu, also lege ich das jetzt auf 3 an und falze das. Das mache ich auf der anderen Seite auch, beziehungsweise da lege ich das dann auf 2 an. So, und hier habe ich die Mitte auf 12, auf 10 an. Nur aufpassen, dass du nicht die Seite nimmst, auf der die Klebelasche ist. Also auf 10, dann kommt 12, habe ich schon, und 14. So, das müsste jetzt alles passen und für den Boden nehme ich 3 cm. So, das ist der Boden. Jetzt falze ich den oberen Bereich ebenfalls auf 3 cm. Also theoretisch ist es jetzt egal, ob ich die oder die Seite nehme. So, das war's schon mal. Jetzt nehme ich das obere und falze das um, weil das soll bei mir rausgucken. Ich finde, das sieht total cool aus, ne? So, dann nehme ich mir die Hälfte
falze jetzt hier schon mal die Klebelasche um. Da kommt jetzt mein Klebstoff drauf. So, das Ganze aufmachen und da, wo die Klebelasche jetzt ist, das ist eine Talfalte. Das falze ich also nach innen und so kommen die anderen beiden Falzlinien nach außen. So, und das mache ich jetzt auf der anderen Seite ganz genauso. Die mittlere Falzlinie falze ich nach innen und das andere nach außen. Jetzt schneide ich jeweils die Bergfalten bis zur Falzlinie. Und auf der anderen Seite auch. Das ist ja mein Boden. Und den kann ich jetzt auch schon festkleben. Ja, fertig ist schon die Tüte. Jetzt kommen noch Henkel ran. Dafür habe ich mir aus Osterglocke zwei Henkel zurechtgeschnitten. Das ist jetzt hier 21. Ich glaube, es kann ein bisschen gekürzt werden. Da schneide ich einfach mal ein Stück ab. Und das kann ich jetzt entweder so oder ich kann es natürlich auch da reinkleben. Ich glaube, ich klebe es diesmal rein. Genau, das ziehe ich hier nochmal so ein bisschen übers Falzbein. Und dann kommen jetzt an beide Seiten Kleber dran. Und dann klebe ich das da rein. Ja, wie du siehst, habe ich mir hier schon Blumen aufgestempelt, weil die sollen da mit ran. Und die lassen sich super, super schön bemalen. Und zwar mit unseren Alkoholmarkern. Und dafür brauche ich, also in diesem Fall nehme ich das Osterglocke, dann unbedingt eine Brille. Und ja, los geht's. Ich lege mir auch immer was drunter, weil das doch so ein bisschen durchsapscht, sag ich mal. So, ich fange mit dem Dunklen an und gebe mir hier so ein bisschen drauf. Dann nehme ich das Hellere und jetzt verteile ich das Ganze so ein bisschen. Oder verwische das, wenn man so sagen, damit ich einen weicheren Übergang habe. Maximal. Dann nehme ich mir das Farblose und jetzt gehe ich da wieder rein und schiebe jetzt die Pigmente wieder zurück. So, ich finde, jetzt habe ich einen schönen Übergang hier. Und jetzt nehme ich mein Grün. Da nehme ich das Apfelgrün gerne, grüner Apfel. Und ja, das nehme ich einmal hier für den Stiel. Und dann mache ich das bei den Blättern ganz genauso. Ich gebe so ein bisschen Dunkel dahin und arbeite dann mit dem Hell, dem Helleren weiter. So, die Blüte ist fertig. Was ich auch ganz toll finde, ist, wenn man dann noch mal mit unserem Glitzerstift da drüber geht und dann das Ganze noch mal so schön beglittert. Irgendwie toll. Ich liebe diesen Glitzerstift. Ja, und dann kann das Ganze auch schon ausgestanzt werden. Das ist hier die Stanze, also passgenau drauflegen. Eine Platte drüber. Ganz neu. Das tut immer besonders weh. Nicht vergessen, wir haben sie im Programm, falls du neue Stanzplatten brauchst. Und fertig ist die Blüte. Und die kannst du jetzt super schön mit der Tüte verbinden.
Eine weitere Idee von mir ist zum Beispiel, wenn ich das jetzt umdrehe, sieht man natürlich, wo ich gemalt habe, weil die Alkoholmarker, die schlagen immer durch. Darum finde ich das so toll, dass wir jetzt die Stanzen dazu haben. Denn ganz einfach kann ich mir jetzt noch mal ein Teil in der Farbe ausstanzen, wie ich das möchte. Ich nehme jetzt mal hier das Osterglocke nochmal. So, und das kann ich jetzt dahinter geben und es ist sauber und ordentlich. Also weiter finde ich das ganz toll, wenn man das so ein kleines bisschen verschiebt, dass da so ein, ja, wie ein Schatten da rausguckt. Und man kann dann auch noch die Blüten so ein bisschen in Form bringen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich mache das jetzt mal eben hier so, dass ich das jetzt einfach hier so drauf setze. Also und so ein ganz kleines bisschen versetzt. Wie gesagt, das wie so ein kleiner Schatten da noch rausguckt. Das finde ich total witzig. So, und jetzt habe ich auch noch die Möglichkeit, das Ganze als Anhänger zu nehmen. Also in dem Set ist auch noch so ein kleines Teil mit bei, wo ich so ein Loch mitstanzen könnte. So, und dann habe ich ja hier eine schöne Rückseite und kann jetzt da zum Beispiel noch mal was draufstempeln. In diesem Fall vielen Dank. Und kann das Ganze jetzt hier für die Tüte nehmen. Also entweder setze ich das hier vorne hin. Und natürlich könnte man jetzt auch noch so einen süßen Käfer nehmen. Und ich hole mir mal hier den fliegenden. Das ist so mein Lieblingskäfer. Wahrscheinlich der Lieblingskäfer aller. Und den kann man natürlich auch ganz süß bemalen. Dafür verwende ich zum einen das Bronze. Und zwar für das Gesicht. Oder brauche ich unbedingt wieder eine Brille? Ich sehe es sonst nicht. So, und dann natürlich Rot und dann nehme ich das Glutrot und zwar das Dunkle. Ja, und auch das kann ich jetzt noch damit draufkleben. Ist das nicht süß? Eine total süße Tüte und das glitzert hier so schön. Ich hoffe, du kannst es sehen. Ich heb mal hoch. Total witzig. Ja, ich habe auch hier zum Beispiel mal einfach, das ist jetzt in Mangogelb, habe ich die Blüten aufgestempelt, sodass ich dann praktisch mein eigenes Papier damit habe. Dann kann ich wieder die passende Blüte, habe ich hier auch doppelt wieder ausgestanzt. Auch das passt ganz toll dazu. Hier habe ich dann die Henkel Ton in Ton gemacht. Auch das ist Ton in Ton gestempelt. Das Ganze ist ein bisschen größer aus einem A4-Bogen. Ja, aber du siehst, da hast du wieder ganz, ganz schnell und ganz witzig tolle Verpackungen. Ja, nicht vergessen. Also, das ist das Papier, was es ab Februar gibt, solange der Vorrat reicht, natürlich nur. Ebenfalls die Stanzen. Ja, und das Glückskäfer-Set, das gibt es ja mit deiner Bestellung während der Celebration-Aktion. Aber ich höre natürlich auch immer, oh ja, 375 € ist für mich viel zu viel. Verstehe ich total. Und ich habe niemanden, der mit mir zusammen basteln will. Okay, verstehe ich nicht. Aber versuch doch mal, vielleicht jemand, der nicht in deiner Nähe wohnt, zu aktivieren. Und ich biete gerne einen Online-Workshop an und zusammen schaffen wir das bestimmt, sie zu begeistern, deine Freunde von den tollen Produkten. Also, wenn du niemanden in der Nähe hast und auch nicht zu mir zum Workshop kommen kannst, möchtest das aber mal ausprobieren, dann schreib mir einfach und dann machen wir einen Online-Workshop mit deinen Freunden zusammen und das kriegen wir schon hin. Also, ich hoffe, meine kleinen Ideen gefallen dir hier und ich sage Tschüss aus Quickborn.